Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von New Super Mario Bros. Genau, von Super Mario 3D World auf der Nintendo Switch mit dem Fluffix. Und wir sind in der Eiswelt. Und ich muss euch sagen, ich hab das Spiel bis daher circa schon immer gespielt. Also weiter hab ich es auch noch nie gespielt als jetzt. So, jetzt wird's lustig. Und jetzt geht's los mit zufälligen Charaktere. Und wir spielen mit Peach, okay. Oh, Porky! Toter Porky! Porky? Da war gerade der Pixel-Luigi! Ach ja, stimmt, das Spiel. Boah, wie heißt das? Das Spiel ist in Boah, das ist im Jahre von Luigi ausgekommen. Ich weiß nicht warum. Im ersten Bowser-Schloss hast du da schon an Luigi gesehen, als der, was hinten im Wasser umlauft. Mal egal. Aber der heißt noch Pokey und nicht Porky, oder? Porky war doch das Spiderschwein. Spiderschwein? Und jetzt sind es? Ernsthaft? Nein, von Spider-Man. Nein, das heißt Peter Porker. Ja, genau, Peter Porker. Stimmt. Das sind dumme Dinger. Die machen so ja. Komischen Sound. Lol. Oder die Dinger in. Die schauen so ähnlich aus, nur dass sie so Stacheln haben und am Boden rumgehen aus Odyssey. Ich hasse sie. Odyssey, warte mal, überleg grad. Was ist Odyssey? Nein, nicht Odyssey, das habe ich nicht überlegt. Odyssey ist mein Lieblings-Mario-Spiel. Wow! Come on, stirb auf. Oh, Tanuki! Alter, Peach schaut nicht einmal schlecht aus in dem Anzug. Okay, der Berg ist zu hoch, also da oben kann nichts sein. Ich finde diese Schlittschuhe so komisch. Gibt's die eigentlich schon in Maker nicht, gell? Na. Aber ich bin mir sicher, dass sich das noch niemand gedacht hat, so. Warum gibt's die Schlittschuhe nicht in Maker? Ist ja voll das coole Item. Kappa. Es gibt. Oh, ich weiß schon, wer den nächsten Stern hat. Komm her, du kleines Stück Kacke. Ja, moin. Hey. Gott. Kann man es austricksen? Haha! Und das ist der zweite. Wo ist der Stempel in dem Gebiet? Möchte es wissen? Ja, möchte ich. Wo ist er? Ach, Kacke, verkackt. Ich möchte einen. Ah, doch, vorne. Wo ist der Stempel? Fluffix, wo ist der Stempel? Ich glaube, es ist dieser rechte Poki da. Der hat sicher unter seinen Hut versteckt. Alter, nee. Das Rennen des Jahrhunderts. Hallo. Ah, gut zu wissen, wo der dritte Grundstein ist. Ey, Peach, ich kann mit dem Tanuki nicht umgehen, gerade in dem Spiel. Hä? Bin ich behindert? Da muss man sicher mit der Katze rauf, oder? Na, ich halt mich... Na, jetzt hab ich's. Ich finde das Spiel eigentlich chillig. Wow. Ich glaube, ich schaff's nicht. Bam. Easy. Yeah. Weißt du, was lustig ist? Was? Alte Horrorfilme. Warum? Naja, weil man sich darüber einfach nur lustig machen kann. So, dass sie schlecht sind, klar.
Ja, die schlechten Special Effects, die Logikfehler, lächerliche Momente und sowas. Ach so. Okay, ja, cool. Es ist wieder 3-3. 30 Grünsterne, Hobby. Let's go, nächstes Level. Und wieder zufällig. Und wir kriegen mal. Oh Gott, die Speedrun-Maschine. Oh, der schaut lustig aus im Tanuki-Suit. Oh, warum? Warum kriege ich eigentlich mit Toad immer nur Side-Scroller-Level? Stimmt. Wow. Das ist eigentlich das dümmste Toad in einem Side-Scroller-Level. Weil er ist schwer zum Kontrollieren und das bringt dir nichts, dass er so schnell ist. Du musst Na, kaum was. na, 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 na. Das ist ja Goldring, oder? Das ist ja Sonic Geldring. Ja, komm schon. Ja, stimmt schon. Er war nicht grün, oder? Was grün? Die grünen Ringe Nein, der sind war gelb. Sand. Okay, passt. Grünstern. Was, Sand? Warum sollte der grüne Ring Sand sein? Sind. Grüne Ja, Ringe. sind was? Grüne Ringe sind immer Sterne. Ah. Naja, du hast es nicht fertig geredet und dann hast du gesagt, grüne Ringe sind Sand. Okay, lol. Das hat mich verwirrt. So. Let's go to level. Nein, nicht vorbei. Ich hab gehofft, dass ich schon. Wow. Reg dir doch nicht auf, es ist doch kein Side-Scroller, das ist jetzt ein Forward-Scroller. Nein! Steht da wie schade oder schade? Denkst du an das, was ich denk? Kaiser Mario? Kaiser Mario Galaxy? Ja, allgemein Mario Galaxy, das ist so voll gemein, ist so, oh, wie schade. Hast du das Video von Shintex gezählt? Ja. So gut. Das war wirklich wieder mal ein gutes Video von ihm. Und dann hörst du so, wie lange er es dafür gebraucht hat, und dann denkst du, ah, so, ja, moin. Alter, das Spiel kann der Dommy so. Hat doch manchmal so geile Skills, gell? Ich hätte ja gern. Ich habe gerade voll den guten Trick gefunden, so. Obwohl es eigentlich eh voll offensichtlich ist, aber weißt du, wenn du bei YouTube so jetzt dir ein Video anschaust und dann noch ein Video, was so ähnlich ist, dann werden im Autoplay immer so ähnliche Videos reingetan. Und ich habe jetzt einfach so gute Lieder gehört und dann schlagt er mir weiterhin gute Lieder vor und die tue ich dann einfach alle in meine Playlist rein. Da denkt man sich immer so, ah ja genau, das Lied war ja auch noch gut und so. Es war ein bisschen zu schnell fürs Spiel. Du bist tot, was wunderst du dich? Ha, jetzt habe ich diese Viecher umgebracht. Oh, tot. Oh! Bruder! Uff! Da unten ist jetzt hundertprozentig der Grünstern. Oder? Oder da oben? Aber warte, warte. Na, du, dir fehlt der zweite. Ah, mir fehlt der zweite. Oh, Kacke. Das ist nur, um nach ganz oben zu kommen. Da Wenn du kannst kurz gedrückt hast. Ja. Okay, scheiße, mir fehlt der zweite Grünstern. Danke für die Obstwerbung. Wir sehen uns nach einem Cut wieder. Warte, schnell aufs Screen. So, Leute. Wie soll ich das jetzt am besten erklären? Wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Mein Mikrofon ist wieder am Arsch der Welt, sorry. Es ist wieder eine neue Aufnahmesession, denn ich hatte gestern nach. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch eine halbe Stunde probiert, das Level zu 100% zu abschließen. Wir haben jetzt alle drei Grünsterne. Die Aufnahme gestern ging fast eine Stunde. Ich werde euch dann ersten Playthrough mit Toad, wo wir halt die Zielflagge gelb gemacht haben, zeigen.
Ich habe auch manchmal den Charakter gewechselt, denn mit Peach habe ich es jetzt geschafft. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt weiter. Ich sage, wir spielen noch das, noch eins, also noch drei Level, zufällig. So, wir kriegen mal. Mario! Und das erste Spooky House, oh Gott. Na, buhu, scheiße. Wow, danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass oben die Grünstein ist. Okay, nee. Es ist kein Side-Scroller-Level, das ist einmal schon wieder chillig. Gehen wir mal unten schauen. Obwohl, ich habe das Gefühl, dass da oben was sein könnte. Oh, eine Feuerblume. Kurz einmal die Katze mit dem... Wow. Kurz da auf, ist schauen gehen. Nix? Echt nix? Okay. Dann würde ich sagen, kurz da auf und dann jetzt haben wir den Sprint nach unten. Aber ich würde jetzt auf die Feuerblume wechseln. So. Jetzt haben wir da noch den Mario hin. Ja. So einer. Zack. Okay. Ah ja. Da war nur Zeit, hä? Muss sie irgendwo der Grünstein sein, oder? Hä? Oh, gegen niemand. Warte mal. Ja, irgendwo muss sie wohl der Grünstein sein. Okay, keine Ahnung, Gott. Machen wir mal weiter. Na, Feuerblumen brauchen wir nicht. Ich möchte die Katzen noch ein bisschen behalten. Ah, nix. Hä? Was, da ist was? Was habe ich aber jetzt gesehen? Dann ist das nur One-Up? Hä? Hallo, Geist. Ich weiß gerade nicht, wo Stempel und Grünstein ist. Und ich verliere gerade die ganze Zeit meine Items. Habe ich das Geisterhaus jetzt schon durchgespielt, oder? Naja, Leute. Okay. Wir starten mal nochmal von Burton von der Zierflagge und fragen mich heute die ganze Zeit. Okay, sind wieder da. Ist da echt nirgends wo. Aua. Thank you.
der zweite, ich hab's mal gedacht. Aber wo ist dann da bitte der erste? Da oben war, da war Wolken. Warum? Alter! Oh, ich hab ihn noch! Bruder, muss ganz schnell los. Egal, bin jetzt gestorben, hab die Zielflagge und, oder die Checkpoint-Flagge und hab mal den ersten Grünstein. So, die Frage, was ich jetzt noch hab, wo ist der Stempel? So. Stempel war jetzt geil wissen, wo der ist. So, der fährt aber Vollgas. Hallo. Na, das Ding ist One-Up noch einmal. Was sonst gibt's da nichts, gell? Das zieht dann noch mehr. Ey. Okay, Mario. Gut gemacht. Rollen. Spring, Mario, spring. Okay. Okay, jetzt ist aber Ende, gell? Jetzt noch mal schauen, Stempel und Grünstern fangen. Aber Level ist dropped. Nice. Okay, zack. Es wird nur gelb, leider. Oh, da hinten mal wieder an Captain Toad Ding. Oh, da kann man nur nah hin. Okay, Leute. Dann machen wir das Level noch mit Mario, dass wir schauen, wo da was sein könnte noch. Let's go! Aber wo? Also. Da ist er. Da unten müsste doch was sein. Wow. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Echt? Da unten war nur ein Item versteckt.
Ich bin mir zu 1000% sicher, da kann nichts mehr sein. Da. Checkpoint. Und unsere zweite Blume zur Sicherheit. Bam. So. Da hinten ist nur der One-Up. Das haben wir jetzt nicht viel erzählt. Geht's vielleicht noch links oder noch? Spawnern wir eigentlich so riesen Buhus. Aua. Boah, der war fies, der war fies, der war fies. Ich lass mir immer noch nicht sagen, dass da oben nichts sein kann. Normaler Marschflug. Aber nur den Münzen, ja. So, da draußen muss jetzt irgendwo was sein. Aber wo? Da ist nur 100 Sekunden mehr Zeit. Aber fünf finde ich da irgendwie gar nichts. Warum? Da taucht der Geist jetzt die ganze Zeit auf. Ich finde doch nichts. So, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt kommt das Ziel gleich wieder. Okay, Leute, ich würde dann noch den Part beenden und schneide euch das zum Ende des nächsten Parts, oder zum Anfang des nächsten Parts ein. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst noch ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schaut unbedingt bei Fluffix vorbei, der was im Anfang der Folge noch dabei war. Und dann sagt mal tschö mit euch, ciao mit V, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Super Mario 3D World wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus. Let it go.